Hallo liebe Rasenfreaks! Wollt ihr den perfekten Rasen und ihr habt keine 1000 Jahre Zeit? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube und wir haben einen herrlichen Herbsttag. Unglaubliches Wetter hier, 12,5 Grad. Und warum liegen die ganzen Blätter gleichmäßig verteilt überall auf dem Rasen rum? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, es hat gestern geregnet. Es hat eben noch geregnet. Jetzt ist die Sonne rausgekommen und es ist traumhaft schön. Ja. Die Nematoden haben versagt. Ja. Riesenloch hier. Da. Da hat noch mal einer gebuddelt hier. Hier auch. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Doch, doch. Hier auch. Ja, sie haben immer noch gebuddelt. Aber komm, das ist nix. Ja, es ist nicht mehr so schlimm. Also anscheinend haben so ein paar Nematoden doch zugeschlagen. Löcher. Ich habe hier auf der ganzen Fläche auch die Nematoden ausgebracht. Und es hält sich in Grenzen mit den Löchern. Also die Vögel scheinen nichts mehr zu finden oder zumindest nicht mehr zu viel zu finden. Es gibt noch ein paar ganz wenige Löcher. Aber sieht ganz gut aus. Also vielleicht hat es ja doch funktioniert. Dann gucken wir weiter rum hier. Ich könnte ja noch mal mähen. Völlig bescheuert. Es war nur kalt, hat gefroren die letzten Tage. Aber ich könnte schon wieder mähen. Nee, sieht auch gut aus. Nix. Hier von wegen. Da. Da ist er. Und Wurmhaufen ohne Ende. Unglaublich. Wurmhaufen ohne Ende. Hier ein ganzes Feld voller Wurmhaufen. Ich hoffe, ihr seht das auf dem Film. Also so viel Wurmhaufen. Auch hier auch. Alles voll. Da, die Würmer sind vielleicht aktiv. Die Würmer sind so richtig aktiv. Meine Frau ist auch richtig aktiv. Ja, die ganzen totgefrorenen Pflanzen jetzt entsorgt hier. Ja, wieso ist nur das ganze Feld hier komplett gleichmäßig mit Blättern übersät? Ja, völlig gleichmäßig. Ich darf jetzt 800 Quadratmeter hier abhaken. Na, vielleicht puste ich auch. Mal schauen. Yeah! Was ist denn das da? Was ist das? Was hier passiert? Ich denke, was ist das hier in meinem Rasen? Nein, ein schwarzer Fleck. Da hat meine Frau Blumenerde ausgestreut. Ich schon in Schock hier. Dong, dong, dong. Herzkasper. Aber es war nichts Schlimmes. So, jetzt mal los. Jetzt arbeiten und nicht nur rumrennen hier.
Zack, weg. Ja, lieber Rasenfreaks, das ist eine Lüfterkassette. Eine Lüfterkassette für meinen alten Edco. Baujahr 1998. Was war 99? Ich weiß schon wieder nicht. Auf jeden Fall habe ich die 1999 gekauft. Uralte Kiste, läuft immer noch ganz gut. Und heute heißen die Dinger Allet. Ja, eigentlich genau die gleichen Geräte wie vor 20 Jahren. Ein bisschen modernisiert. Und ich habe gehört, dass mit dieser Lüfterkassette man auch sehr gut Blätter aufsammeln kann. Und vielleicht kann ich auch die Wurmhaufen ein bisschen damit weghaken. Also ich muss jetzt mit dem Wind arbeiten, sonst weht mir das immer wieder zu. Also wir müssen jetzt von der Südkante, weil der Wind kommt aus Südwest, so Süd-Südwest, von der Südkante runterarbeiten. Also dieses Lüften ist wirklich eine feine Sache. Das kämmt so ganz zart das Gras hoch. Das ist schön. Beschädigt es überhaupt nicht, aber die Wurmhaufen, die sind zu tief. Die sind einfach zu tief. Ja. So, das ist hier dieser kleine Drahtkamm. Und den nehme ich jetzt ganz hoch. Ich glaube noch eine Kriege. Der ist schon ganz hoch. Der ist schon ganz hoch. Na, das ist ja doof. Ah. Ja, den kann ich gar nicht. Der ist schon ganz hoch. Der ist schon ganz hoch, den kriege ich nicht höher. Naja. Nicht. Da bleiben jetzt die Blätter mal dran hängen. Na gut. Ja, Freaks, das mit der Lüfterkassette hat wunderbar funktioniert. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wir haben es so gerade eben geschafft. Es war richtig klasse. Muss jetzt ganz schnell rein, sonst meine Kamera nass. Oh, und ich schnell noch den Toro reinbringen. Heieieiei. Oh Mann. Ja. Toro schnell rein. Oh Mist, ey.
Nein. Diese Gedenkminute. So, geschafft. Ja, das war das Video zum Laub aufsammeln mit einer Lüfterkassette. Man kann das natürlich auch mit so einem schönen Rechen machen. Ja, danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Abonniert mich gerne mal und macht die Glocke an. Dann habt ihr meine aktuellen Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Euer Rasenfreak. Tschüss.